Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Magges. Diesmal hinter der Kamera, nicht vor der Kamera, weil ich euch heute eine Geschichte mitgebracht habe, auf der, beziehungsweise bei der ich euch hier auf diesem wunderbaren Tisch was zeigen möchte. Heute ist es eine Geschichte aus der Bibel. Eine Geschichte, die an einem großen Fluss passiert ist. Der Fluss, um den es geht, heißt Jordan. Und im Jordan passieren ganz viele wunderbare Dinge. Eines Tages war ein Mann mit braunen Haaren im Jordan. Um ihn herum waren ganz, ganz viele Menschen. Diese Menschen hörten den Mann zu. Der Mann im Jordan, der hieß Johannes. Er hatte den Beinamen der Täufer. Johannes der Täufer. Hört sich komisch an, ist aber so. Und die ganze Menschenmenge hörte Johannes zu und er sagte: Irgendwann kommt einer, der noch viel größer ist als ich. Ich taufe mit Wasser, aber er wird mit Feuer taufen. Und mit Liebe. Und er wird euch so annehmen, wie er ist. Und alle Menschen, die dort um Johannes den Täufer herumstanden, ließen sich in Jordan, dem großen Fluss in Israel, taufen. Und er taufte sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Doch plötzlich kam ein Mann herbei, in weißen Gewändern. Der Mann sagte zu Johannes den Täufer: Johannes, tauf mich. Und Johannes fiel es wie Schuppen von den Augen. Es war Jesus. Und Johannes weigerte sich erstmal und sagte: Herr, ich kann dich doch nicht taufen, ich bin nur ein kleiner Mensch. Aber Jesus erwiderte: Johannes, du sollst mich taufen. Und so geschah es. Johannes tauchte Jesus herunter ins Wasser, sagte: Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Johannes hob Jesus wieder aus dem Wasser hinaus und plötzlich gingen die Wolken auf und es kam ein Licht und eine Taube herunter. Und aus diesem Licht hieß es: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und genauso ist es bei euch. Gott hat an euch Wohlgefallen und liebt euch so, wie ihr seid. Auch wenn ihr mal Fehler begeht, ist es für Gott nicht schlimm. Er liebt euch so, wie ihr seid, ohne Ende.